Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi Spiel Star Citizen. Jo, was soll ich sagen? Wir haben jetzt Donnerstagmorgen und diese Folge, die ich jetzt aufnehme, die ist quasi für heute Mittag. Sprich, ich habe wirklich bis zum letzten Moment gewartet, in der Hoffnung, dass die 3.10 PTU kommt. Aber nein. Gut, hätte mich ja auch gewundert, wenn es mal anders wäre. Obwohl SICK eigentlich angekündigt hat, dass die PTU in den Startlöchern steht, und das ist auch schon ein paar Tage her. Ja, Satz mit X war wohl nix. Nun denn. Ich bin gerade in Lorville wach geworden. Ich weiß gar nicht mehr richtig, warum. Ah doch, hab mir ein Schiff gekauft das letzte Mal hier. Eine kleine X85, meine ich. Einfach um ein bisschen mal so, ja, über eine Oberfläche zu düsen und Spaß zu haben. Danke dafür. Und ja, ich habe jetzt gedacht, wir machen dann heute einfach vielleicht noch mal. Nö. Ich hätte eigentlich eine ECN-Mission ganz gut gefunden. Müssen wir gleich mal gucken, ob die noch kommt. Geh hinaus aus dem Mobiglas. So. Wir fahren erstmal zum Flughafen. Und dann schauen wir weiter. Was denn so passiert? Ach ja, ich habe auch schon meine Standarduniform an. Falls. Nee, komm, Let's Dance. Ja, genau. Falls die 3.10 kommt auf die Live. Ich habe jetzt einfach mal versucht, alles zu deausrüsten. Also sprich, ich habe die Standardklamotten an. Die Schiffe sind alle mit Standardkomponenten versehen. In der Hoffnung, dass wir so vielleicht einen Teil behalten, obwohl Gerüchte auch sagen, es gibt ein Hard Reset. Glaube ich aber nicht. Diese Gerüchte gab es in letzter Zeit schon öfter und es ist nie eingetreten. Ich habe keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall ganz viele neue Sachen in der 3.10. Unter anderem auch den kleinen Rock. Dem bin ich noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen zwiegespalten gegenüber, sagen wir es mal so. Weil, ja, also laut den neuesten Leaks ist man schon sehr, 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 sehr lange mit dem Kerl unterwegs und da einiges bei zu reißen. Also, ich habe gelesen, er hatte 0,8 Einheiten Inventar, wird aber dann als eine Einheit berechnet, also als ein SCU. Und dafür gibt es ja jetzt extra diese neuen Steine. Das sind aber quasi, man kann sagen, ein bisschen größer skalierte Handminable-Steine sind auch dieselben Ressourcen, die man da rauskriegt, zum Beispiel das Hadanit. Und irgendwie kann man dann, glaube ich, 800 Steinchen oder so von diesem Hadanit sammeln. Dann hat man diesen einen SCU voll. Wenn man das schafft, hat man natürlich 200.000 an Kohle. Aber Hadanit gibt es ja jetzt auch nicht wie Sand am Meer. Und man fährt mit dem kleinen Kerlchen schon relativ lang über die Oberfläche, bis man da so viel findet. Das nächste Problem ist natürlich, wie viel Treibstoff hat er überhaupt? Ich meine, er ist ja wirklich winzig. Und überhaupt und so.
Also Fragen über Fragen. Wo ich mich am meisten drauf freue, sind die neuen Geschäfte auf New Babbage. Klar, ich bin eine Frau, shoppen, shoppen, shoppen. Und es gibt Plüschis. Es gibt Plüschis. Ich will alles voller Plüschis haben. Da haben wir es doch. Zack. Alles voller Plüschis haben. Plüschis, Plüschis. So, Moment, dann rüsten wir erst die Mist noch mal ganz kurz mit anderen Schilden aus. Ach so, ja. Ich bin auch am Überlegen, ob ich die Cutlass Bise, also die Best in Show Edition, einschmelze für so, der Rest bleibt Standard. Einschmelze, weil es soll angeblich ein Package geben mit der Cutlass Black und dem Rock zusammen. Für um die 120, 130 Dollar, I don't know. Also das ist schon ein fairer Preis. Und dadurch, dass wir die Best in Show Edition im Moment eh nicht nutzen können, deswegen haben wir ja auch so viele Blackies hier. Ja. Ui. Ach nee. Ja, wie gesagt, dadurch, dass wir die Biese nicht nutzen können und eh dafür die Black haben und mir die Best in Show Edition auch nicht mehr so gefällt mit ihrem Pink. Ich fand es mal schön, aber jetzt nicht mehr. Bin ich am Überlegen, die einzuschmelzen und mir dann dieses Paket zu holen mit dem Rock dabei, falls es kommt. Es sind alles Spekulationen. Spekulatius. Oh Gott, Spekulatius gibt es auch bald. 09, 09. Ich habe mir den Hangar behalten. 09. I know it. 09. Ja, also wie gesagt. Abwarten, Tee trinken. Ich hoffe mal, also Sonntag wäre ja dann eine neue Folge fällig. Dass wir vielleicht Sonntag die PTU haben. Obwohl ich glaube, wir haben heute Donnerstag, also entweder kommt sie ja heute oder morgen, weil danach haben ja auch die Jungs von SICK Wochenende. Abwarten. Abwarten. Kaffee und Tee trinken. Was ist los mit mir? Warum finde ich die Knöpfe nicht? Hallo? Da. Ja. How can Miss help you today? Ja. Ist halt so eine Sache, ne? Oh. Sieht schon cool aus, ne? Die Dicke von oben. Links, das Turret wedelt sich schon wieder ein ab. Ja, super. Kann ja lustig werden. So. Der Sonne entgegen. Wo muss man eigentlich hin? Ja, verdienen wir uns halt noch ein bisschen Kohle. Obwohl, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht, ob die ECM-Mission jetzt so super klappt auf Anhieb. Ein bisschen Gas geben. War gerade ein cooles Bild, ne? Wo wedelt sie denn schon wieder rum? Ah, ich bin abgedriftet. So. Wir müssen erstmal aus der Atmosphäre.
Und die Atmosphäre ist in Hörsten riesig groß. Alles gut. Ich habe keine Ahnung, was mit mir los ist. Wo müssen wir denn hin? Oh, okay. Aber erstmal. Ich denke mal nicht, dass wir schon springen können, oder? Was haben wir denn da? Doch. Oh, wir können schon springen. Nehmen wir den erstmal. Dum, 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 dum. Leaving our Mystic Zone. So. Aha. Nee. So. Besser. Scroll, scroll, scroll. Wo muss man hin? Ausnahmsweise mal nicht nach Aberdeen. Okay, wir müssen doch erst nach Aberdeen. Quatsch, nach Areal. Ich dachte, wir könnten es umgehen, direkt hinspringen. Aber nein! Ich weiß, es gibt da den einen oder anderen Trick zum direkt hinspringen, aber ich finde den genauso umstellen, dann kann ich es auch so machen. Sieht auch cool aus, ne? Areal so. Wo muss man hin? Will, will, will. Ah. Distress Beacon. Schauen wir uns den mal an. Ja, also wie gesagt, ich bin auch total gehypt. Weil mit der 3.10 kommt da jetzt wirklich einiges rein. Und Squadron 42 Beta dieses Jahr. Was sind eure Meinungen? Ja, nein, vielleicht, eventuell. Machen schon mal den anderen Modus. Ich hätte mir ja auch mal mit der 325 probieren können. Obwohl, ha, ich weiß nicht, was wir da als Gegner kriegen. Ja, dann müsste ich erstmal. Wo sind sie denn? Ah, da. Moment, sind wir denn schon? Den möchte ich gerne. Was? Really? Das sah aus wie eine Cutlass. Ich meine, es ist eine Cutlass. Oh Mann. Treffen ist heute nicht so meine Stärke. Aber sie schießt auch wieder ganz komisch. Wir holen besser mal. Wir holen besser mal eine Rakete raus. So, wo ist der nächste? Wir sind noch zu weit weg. Und tschüss.
der oben soll ruhig erstmal schießen. Der hat auch Nerven, ne? Shit? Hat der gerade Shit gesagt? Was? Warum? Ich weiß nicht, wen ich da jetzt als letztes auch noch erschossen habe, obwohl ich den hätte gar nicht erschießen müssen. I don't know. Vielleicht war es auch der Zivilist. Ja, gut. Bisschen Verlust gibt es immer noch. Oh. Egal. Obwohl das letzte war ja eine Cutlass. So. Aber, oh, das sieht doch gut aus. Ja, ich habe eine kleine Finanzspritze vom Bekannten bekommen. Was ich ganz okay fand. Und daraufhin habe ich mir erstmal eine Kartual gekauft, eine Titan gekauft und die X85 gekauft. Deswegen war ich auch hier in Lovell. Und hab sogar das Geld noch über. Ja gut, ein bisschen habe ich schon wieder dazu erarbeitet. Und ich hatte ja auch schon vorher knapp eine halbe Million wieder auf dem Konto. Komm, machen wir noch ein Bounty und dann hoffen wir das nächste Mal auf die 3.10. Jetzt sind wir in Aberdeen. Obwohl ein Zivilist kann es nicht gewesen sein. Ich habe keinen Qualm statt. Ach, keine Ahnung, was das da am Schluss war. Ist ja auch egal. Ich habe es abgeschossen. Weg ist weg. Jawohl, ja. Ach so, man sollte vielleicht... Ach nee, das geht ja wieder nicht. Müssen wir so machen. Scroll, scroll, scroll. Quantum Beacon, Set Route, go. Jetzt. Ah, Transport zu Everest Harbor, Payment 20.000. Bonzi. Wo ist Bonzi? Ah. Da ist Bonzi. Da sind ja wieder zwei. Ja, 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 ja. Ah, hier fliegt auch schon wieder allerlei Unrat rum, ne? Welche von den zwei müssen wir denn jetzt? So. War denn den anderen Kumpel noch? Komm mal her, mein Freund. Wenn du mir so schicke Grüße schickst, schick ich sie dir auch. Ich meine, ich kann auch noch mal einen richtig fetten Gruß. Bei guten Freunden gibt man ein Küsschen. Ach nee, brauche ich schon gar nicht mehr. Was? Krag. Jo. Dann war's das und ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal in der PTU. Also ich fände es ganz gut. Ja. Naja. Also. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich natürlich über ein Abo am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wenn euch das Spiel interessiert, dann könnt ihr euch gerne mehr darüber informieren auf der Seite robotspaceindustries.com. Dort ist die Registrierung vollkommen kostenlos.
Und wenn ihr euch registriert und dabei meinen Referral-Code angebt, der unten in der Videobeschreibung steht, bekommt ihr in-game 5000 Credits gutgeschrieben anstatt nur 1000, wenn ihr euch das Spiel dann doch zulegen solltet. Aber wie gesagt, die Registrierung und das darüber informieren ist vollkommen kostenlos. Beide Links bzw. Link und Referral-Code in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann das nächste Mal am Sonntag, hoffentlich aus der 3.10. Wenn nicht, ja, mal gucken, was wir wieder für einen Unfug treiben. Dann bis zum nächsten Mal. Eure Shazadi. Ciao, ciao.